Was ist Realität? Es war Morgengrauen. Grauen? Ja. Der frühe Vogel hat den Mond gestohlen. Von Kaffee besoffen bin ich los, dich zu holen, bin losgezogen. Bevor der Himmel bricht. Es war Morgengrauen. Die Art von Morgen, wo die Musik vom Vortag noch in der Luft hängt. Man an Sommernachtsträume denkt, die Gedanken weit wegleckt. Es war Morgen und selbst das Gold in der Morgenstunde ist zu Regen geworden und ist geschmolzen. Du saßt da, am Wasser, der Blick im Wasser und ganz nah am Wasser gebaut. Was ist Realität, fragst du leise, deine Frage ist laut. Du saßt da, in Stille gehüllt, hast mich mit Schweigen erstochen, man hört den Nachhall der Frage und mein Herz pochen, man hört dein schreiendes Schweigen, schreien nach einer Antwort, man hört Gedanken reisen, doch die Sätze sind auch voll. Das, was wirklich ist, sage ich und es klingt wie eine Frage, ich lache nervös. Du lachst bellend in die Stille. Das, was wirklich ist? Woher weißt du, was wirklich ist? Und du deutest ins Wasser, auf das Spiegelbild eines Mondstillmorgens, eines Tag ohne Sorgen, eines Vergissmeinnicht, Gesprächfetzentreibens, eines Vergessen und doch geliebt werden Schweigens, das nach seiner Antwort sucht. Du deutest ins Wasser, wo die Welt ihre Kreise zieht, deutest ins Nass, wo ein Held seiner Seite sieht, deutest in ein wackelndes Bild, ein Bild, das zurückschaut. Was ist Realität, fragst du leise, deine Frage ist laut. Es könnte sein, dass nur das existiert, was wir glauben, dass Tränen und Trauben und Tänzer und Tauben sowas wie der Schnittpunkt aller Erwartungen sind. Selbst wir. So ganz nach dem Motto, ich denke, also bin ich. Weil du denkst, dass du bist, bist du hier. Und was ist, das entscheiden nur wir, eine Welt schwarz auf weiß am Papier. Aber, es ist dieses Aber, das bleibt, weil die Welt im Wasser Kreise zieht und im Löffelkopf übersteht. Und weil wir wissen wollen, wie das geht, wenn sich die Welt dreht, nicht nur unter Alkohol. Weil sie ziemlich klein aussieht, war man ein Astronaut. Was ist Realität? Fragst du leise, deine Frage ist laut. Es könnte sein, dass wir einfach nie den Wahnsinn der Dinge erkennen. Durch ein Spiegellabyrinth der Tatsachenrennen, wenn denn dann doch alles ganz anders ist. Vielleicht geht's nicht um die Antwort, sondern um die Kernaufgaben. Stirbt man nicht, um tot zu sein, sondern um gelebt zu haben. Vielleicht besteht es mehr aus Fischdrehen. Ist eine Warnung an die Menschheit. Bringen uns richtige Antworten auf falsche Fragen nicht weit. Vielleicht sollen wir lieber Fragen suchen. Aber, es ist dieses Aber, das bleibt, weil die Welt im Wasser Kreise zieht und im Löffelkopf übersteht und weil wir wissen wollen, wie das geht, wenn sich die Welt dreht, nicht nur unter Alkohol. Weil sie ziemlich klein aussieht, war man ein Astronaut. Was ist Realität, fragst du leise, deine Frage ist laut. Es könnte sein, dass nur allein du existierst, dich allein in der Welt deines Kopfes verlierst. Und alles, alle Menschen, die du liebst und alles, alle Dinge, die du siehst und alles, ist nur der Schatten eines Traums, ist Fantasie, ist nur die Füllung eines Raums. Es könnte sein, dass du nur träumst von Instant-Erinnerungen, einfach aufzugießen mit einem Becher Zeit, träumst von Wunschkerzen, von Liebesschmerzen für ein kleines Stück Geborgenheit und du träumst dir Blut in Herzen, weil du nicht akzeptierst, es könnte sein, dass nur allein du existierst. Vielleicht weiß dein Gehirn das sogar irgendwie, vielleicht stellt sie es getarnt als Nonsens-Theorie hinter einem Es könnte sein auf die Bühne. Ich weiß es nicht mehr. Tja, ist wohl ziemlich doof gelaufen. Ach, ist doch egal, man kann doch alles kaufen. Realität, jetzt neu im Kasten für nur 99 Euro und ein kleines bisschen Kleingeld. Eine neue Welt, zappst durch, wie es dir gerade gefällt. Gratulation, Gott segne die Dummen und oh wow, selbst du kannst schon Werbung mitsummen. Gratulation. Aber, es ist dieses Aber, das bleibt, weil die Welt im Wasser Kreise zieht und im Löffelkopf übersteht. Und weil wir wissen wollen, wie das geht, wenn sich die Welt dreht, nicht nur unter Alkohol. Weil sie ziemlich klein ist, weil man ein Astronaut. Was ist Realität, fragst du leise, deine Frage ist laut. Es könnte sein, nein, sagst du, es könnte nicht sein. Realität kann es nicht sein, du grenzt bittersüß mit Worten deine Vorstellung ein, streichst alles außerhalb aus, in deinem sicheren Haus, keine Tür führt hinaus, ist es dir nicht zu klein? Und dann setzt du einen Punkt und du setzt auf Gelerntes und du setzt dich auf das, wenn du siehst, was du erntest. Du starrst nur ins Wasser und zurück statt eine Frage. Du blickst durch hellgrau verwaschene Tage und du lachst nur über das, was ich sage, wenn ich Wortkreiseln drehe, das Theorien spinnen wage. Aber warum denkst du, nichts davon könnte sein? Weil es keinen Sinn macht, sagst du. Wäre das jetzt ein Witz gewesen, hätte ich gelacht. Gut, sag mir den Sinn in dem Leben, so wie wir es kennen. Sag mir den Sinn darin, Sekunden totzuschlagen wie Fliegen, ins Theater zu gehen, auf der Bühne zu stehen, nur um dem Tod auszuweichen, bis wir schließlich von ihm gefressen und irgendwann sogar vergessen werden. Sag mir den Sinn unseres Lebens. Oder sag mir zumindest, was Realität ist. Denn es ist dieses Aber, das bleibt, weil wir zu wenig verstehen. Du zuckst schon wieder mit den Schultern, alles scheint auf Start zu stehen. Dabei wollten wir bei dieser Frage längst schon durch das Zieltor gehen. Ich frage mich nur, ob das Ziel nicht auch das Ende ist.
und Nudelhölzer gegen Denkeinbrecher stapeln sich hier Kist für Kist. Doch ihr baut euch eure Welt daraus, weil ihr es halt nicht besser wisst. Realität, ein Platzhalter aus Traumzerstörer, für was denn nun wirklich ist, was du denn wirklich bist, bis irgendwann dann die vielleicht zersterben. Bis dahin, die Realität sagt immer Nein zu uns. Wann sagen wir mal Nein zur Realität?